Lars, das EM-Spiel fängt an. Ja, ich weiß. Seit wann stehst du eigentlich auf Fußball? Ach, WM und EM ist doch was anderes. Okay, wie du meinst. Lass mich. Jetzt mal aufmachen. Hey Leute, ich bin Silvi vom Kanal Silvi Rockstar und ja, ich bin ganz genauso. Deswegen habe ich wahrscheinlich schon die ein oder andere Sache beim Fußballschauen gesagt, die nicht so gut angekommen ist. Damit euch das nicht passiert, habe ich ein paar Szenarien zusammengefasst, die ihr vielleicht nicht beim Fußballschauen sagen solltet. Zumindest, wenn ihr euch nicht unbeliebt machen wollt. Sind wir eigentlich die Blauen oder die Roten? Boah, die haben schon richtig gute Körper, ne? Also diese Waden. Wow! Wieso war das jetzt abseits? Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du mir das gerade noch mal schnell erklären? Ja, warte, ich mach gerade mal auf Pause. Das geht natürlich nicht! Sag mal, wolltest du nicht auch mal wieder Sport treiben? Wie? Was hat Sandra gemacht? Ernsthaft, ey Michelle, das kann ich nicht glauben. Nein! Du hast ein Foto gemacht. Ja, schickt mir das. Das gibt es nicht! Weißt du überhaupt, worum es hier geht? Um Fußball. Europameisterschaft! Boah, die Michelle hat ja gestern angerufen gehabt, ne, und die hat dann erzählt, ja, die hat erzählt, dass die Sandra anscheinend den Marc betrogen hat. Was? Ich finde das auch richtig krass, ich hätte das nie von der gedacht. Hat sie halt mal in der Ecke mit jemandem rumgemacht, ne? Boah, da hat er Tomaten auf dem Augen, der Schiri, das war klar eine Ecke. Hörst du mir eigentlich zu? Was? Bin ich dir nicht wichtig genug? Ist Fußball dir wichtiger oder was? Im Moment schon. Ich habe Geld gesetzt. Ja, Balle! Mann! Reg dich doch nicht so auf. Es ist doch nur ein Spiel. Nur ein Spiel? Hm? Das ist die Europameisterschaft. Ja, ein Spiel. Boah, Mats Hummels sieht wieder so gut aus heute. Findest du dich auch? Eine überfallartige. Wer genau spielt jetzt eigentlich nochmal gegen uns? Klose. Ach, was? Haben wir doch? Hä? Wieso rennen die jetzt auf einmal alle in die andere Richtung? Sind die blöd? Oh mein Gott! Ja, ein Punkt für die anderen. Wie jetzt? Ich freue mich halt auch für die anderen. Ich muss jetzt sagen, ich finde die Trikots jetzt nicht ganz so optimal gewählt. Ich meine, wer zieht denn schon beim Fußballspielen weiß an? Das wird doch total schnell dreckig. Also 90 Minuten finde ich schon ein bisschen lange, muss ich sagen. Ich würde es nicht so machen. Ich meine, 90 Minuten. Ah, guck mal, habe ich den mitgebracht. Sieht voll schick aus. Und hier ist noch ein Fähnchen. Und jetzt geht's los. Und Lars, wollen wir nicht gerade mal umschalten? GZSZ läuft gerade und es ist gerade ewig langweilig. Warum ist Hand eigentlich verboten? Ja, guck mal, Lars, heb mal bitte deine Füße. Ich muss sie mal runter. Danke. Wahrscheinlich wird mir persönlich der eine oder andere Satz trotzdem rausrutschen, aber macht er die Runde unterhaltsamer, oder? Wenn ihr das auch so seht, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben und abonniert den Survival Guide für mehr witzige Videos. Ich drücke Deutschland die Daumen und wünsche euch viel Spaß bei der EM und bis bald. Tschüss!